Abenteuer erleben, Freiheit spüren, den Horizont erweitern und die Natur entdecken. Wir sind Laura und Marco und nehmen euch mit auf unsere Reise. Wir wollen Distanzen und Veränderungen spüren, indem wir langsam reisen. Von Ende Juli bis Ende November 2020 liefen wir 1600 Kilometer zu Fuß. Seit April 2021 erkunden wir die Welt nun auf Zweirädern. Wohin werden uns unsere Wege führen und was werden wir erleben? Lasst es uns gemeinsam herausfinden. So, wir fahren gerade von unserer eigentlichen Route ein bisschen weg, weil wir sind jetzt gleich in so einer Stadt drin, in der wir dann morgen auch unseren Handyvertrag und so besorgen wollen. Und um einen Schlafplatz zu finden, fahren wir jetzt hier mal in diese endgeilen Berge. So ein Schlafplatz mit Blick auf diese krassen Berge, das wäre natürlich Premium. Ja, jetzt sind wir ganz gut abseits und es ist ein super Panorama hier. Echt schön. Jetzt brauchen wir nur noch ein Plätzchen, wo wir unsere Ruhe haben. Da hinten ist halt direkt die vierte Straße. Und wir müssen die weiterfahren, weil wir da an das nächste Örtchen kommen und... Deswegen machen wir jetzt einen schönen Umweg für unseren Schlafplatz. Aber ich finde, es lohnt sich. Also die Ausblicke sind echt genial. Also es ist eigentlich recht schön da unten. Da gibt es sogar einen kleinen Wasserlauf. Natürlich voll vermüllt, aber unterhalb gibt es sogar noch eine Stelle. Da ist so eine Art Feuerstelle mal gewesen und das ist noch ein bisschen weiter unten. Ist nur jetzt die Frage, zum einen kriegen wir die Fahrräder da morgen wieder hoch, weil hier gibt es keinen so richtig ebenen Platz. Ist da hinten ein Haus? Da oben ist ein Anwesen. Also, aber ist Anwesen? Weit weg, oder? Also wir werden auf jeden Fall gesehen, wenn wir über die Kuppe gehen. Mhm. Da ist auch jemand mit seinen Tieren. Okay, ja, dann gehen wir jetzt da runter. Es ist halt nicht top eben. Ja, das ist so. Ist es nie. Ja, aber hier müssen wir aufpassen, das ist ein Stacheldrahtzaun. Wir haben uns einen Schlafplatz gefunden, haben schon Besuch von 1000 Menschen bekommen. Mal sehen, ob es langsam Ruhe einzieht. Marco versucht jetzt mal duschen zu gehen. Mal sehen, ob in der Zeit jemand kommt oder nicht. Ja, es sind ja alle super hilfsbereit. Alle super hilfsbereit und nett und wollen uns mit zu sich nach Hause nehmen und so. Aber wir finden es hier sehr schön. Wir wollen gerne hier schlafen. Das ist richtig cool, hier gibt es so eine kleine Nase. Es gibt leider sehr viele Mücken, weil da unten ist so ein kleiner Fluss. Das ist so cool hier, wie so eine kleine Klamm. Und da unten ist so ein stehender Fluss. Und hier ist so ein Loreley-Felsen. Und da unten ist unsere Duschstelle. Hey. Genau, also da ist halt direkt die Straße, da wo die Stromleitung lang geht hier, diese etwas hingebastelte. Da ist halt so ein Schotterweg und irgendwie fahren da gerade ziemlich viele Autos noch. Aber ich denke, spätestens wenn die Sonne unten ist, gehen die erstmal alle essen. Und dann haben wir hier wahrscheinlich erstmal kurz Ruhe, um uns zu duschen. Sind sie nicht schön?
hatten eine wunderbare erste Nacht. Ich glaube, ich bin mega verquollen, oder? Mein Aussehen straft mich wahrscheinlich lügen. Aber nein, wir hatten eine wunderbare erste Nacht. Einmal sind wir mit der Nacht aufgewacht, weil hier gibt es so ein paar Hunde. Vor denen wurden wir gestern auch schon gewarnt. Aber jetzt wissen wir auch, warum wir gewarnt wurden, weil sie halt einfach nervig sind. Die kamen dann an und haben gebellt. Aber dann sind wir mal in ihre Richtung gelaufen und dann haben sie sich sofort verpisst. Also die hatten eigentlich voll Schiss, aber ja, wollten uns wahrscheinlich begrüßen. Nachts um 3 oder so. Aber ansonsten war es sehr schön ruhig und friedlich und die Frösche haben die ganze Nacht total schön gequakt. Es war sehr meditativ. Und gestern Abend haben wir, wie ich schon gestern gesagt hatte, sehr viel Besuch bekommen. Unter anderem auch von Ahmed und seinen Familienmitgliedern, nehme ich an. Oh Gott, das haben wir nicht ganz so gefragt. Auf jeden Fall konnten die alle perfekt Deutsch. Wir sind dezent neidisch auf ihre Sprachkenntnisse, weil sie auch viele Jahre in Deutschland gelebt haben, beziehungsweise immer noch leben. Und die haben uns eine riesige Überraschungstüte mitgebracht mit Kuchen und Wasser und ganz vielen sehr lecker aussehenden Äpfeln und sogar Bananen habe ich gesehen. Echt? Wow. Das war echt abgefahren. Ich stand dann um 9 nochmal hier und haben uns diese Überraschungstüte mitgebracht. Und dann haben wir noch ein bisschen gequatscht. Und dann haben sie uns eingeladen, heute nochmal bei ihnen vorbeizukommen, weil sie einen Schmuckladen haben. In Zacho, das ist die nächste Ortschaft. Genau, da wo wir eh hin wollen. Und dann haben sie halt angeboten, dass sie uns auch beim Handyvertrag helfen oder wenn wir sonst noch irgendwas organisieren müssen. Genau, also sehr süß. Wir freuen uns, hier heute nochmal Tageslicht zu sehen. Die Straßen sind hier so staubig, das hatten wir bisher auch noch nicht. Also du fährst immer in so einem regelrechten Dunst oder Staub. Und ja, die Gerüche sind natürlich nicht so angenehm. Aber ja, keine Ahnung, ob das jetzt hier durch Sand verursacht ist, durch Reifenabrieb oder durch den schon recht schlechten Asphalt, muss man sagen. Aber naja. Wir werden es erleben. Was nochmal einen Sprung gemacht hat, ist der Müll auf jeden Fall. Also vor allen Dingen in Anbetracht des Abwassers. Also ich meine, wir kennen jetzt nur hier dieses kleine Grenzörtchen. Vielleicht ist es auch noch woanders nochmal anders. Aber hier leiten die tatsächlich alle Abwasser gefühlt einfach aus dem Haus raus. Und dann ist da so eine Rinne. Mhm. Und die schillert in den schönsten Farben. Und das stimmt. Sehr interessant. Also und auch hier dieser kleine Bachlauf, der voll mit Müll. Mhm. Und wir haben auch gestern, aber auch in der Türkei, schon noch ein paar Leute irgendwie beobachtet, die halt einfach so, also wo du halt wirklich gucken konntest, wie die ihr Plastik einfach so in die Umgebung geworfen haben. Auch der eine Busfahrer, also nicht unserer, aber der eine Busfahrer auch einfach seinen Müll so Gedanken verloren hier aus dem Fenster fallen lassen. Also, dass du denkst, das ist krass. Also, ja, ich will gar nicht wissen, wie es in Indien wird. Das wird bestimmt. Du mit deinem Indien immer. Ich will meinem Indien. Wir haben übrigens gehört, dass wir aus jeder Moschee das Wasser saufen können. Mega geil. Werden wir probieren. In den Blick auf Indien. Er meinte ja aber auch, dass das da unten Trinkwasser ist, wo der ganze Müll drin liegt. Das habe ich mich allerdings auch gefragt, ja. Das stimmt. Wir sind gestern auf jeden Fall sehr reich beschenkt worden. Das ist nur ein kleiner Teil. Es gab sogar noch Wasser. Es gibt Fruchtsäfte, es gibt Pepsi, es gibt Obst und ja, Bananen und Äpfel. Wir vermuten, dass das Granatapfelsaft ist und sogar so eine Donauwelle oder was das ist mit Himbeere. Und ich denke, darüber machen wir uns als erstes her. Die nimmt am meisten Platz weg hier. Das wird bestimmt richtig geil. Also wir sind hin und weg. Schon die erste Begrüßung, der erste Kontakt zu den Menschen hier ist überwältigend. Und ja, wir sind sehr dankbar, dass wir eben Hilfestellung bekommen. Auch sprachlich natürlich, weil wir das Kurdische nicht beherrschen. Und vielleicht können wir jetzt auch ein paar Worte dann von ihnen noch lernen und so.
Marc Uli hat jetzt mal das Geheimnis von diesem Kuchen hier gelüftet. Und zwar ist er anders, als wir gedacht hatten. Tada! Das sind 4 Reihen gewesen. Marco hat jetzt ernsthaft schon eine Reihe gegessen. Sehr gut, hat jetzt schon 6 von diesen kleinen Törtchen da vernichtet. Wir haben sie jetzt mal liebevoll E-Törtchen genannt, weil die Zutatenliste besteht zu 90% aus irgendwelchen E-Nummern. Ja, also... Aber es schmeckt ganz okay. Schmeckt echt gut. Wir haben jetzt schon festgestellt, dass Marco nach der Reise wahrscheinlich Diabetiker sein wird und 25 Kilo mehr wiegen wird. Aber hey, lebe den Moment. Genau. Das ist auf die Zukunft. Wir werden wahrscheinlich ab und zu mal so ein Törtchen verschenken. Das Ding ist, gerade ist ja Ramadan. Das heißt, wenn, dann können wir es eh nur an Kinder verschenken. Und wir haben es gestern schon mal versucht. Oh Mann, das war so dumm. Wir haben im Bus Bananen gegessen und sind dann auf die gute Idee gekommen, unseren Sitznachbarn auch Bananen anzubieten. Sind sich alle abgelehnt. Dann ist uns eingefallen, dass ja Ramadan ist. Aber ich meine, sie hätten sich die Bananen natürlich auch aufheben können für den Abend. Naja, aber das dürfen wir jetzt nicht mehr machen. Leuten einfach Essen anbieten. Hallo. Darf ich vorstellen, Ahmed? Mein Freund Marco. Wir haben uns gestern getroffen und es war super schön. Ihr habt uns überhäuft mit verschiedenen Sachen, mit Getränken und Süßigkeiten. Soweit du hier in Deutschland bist, im Irak bist, solange du im Irak bist, stehen wir dir zur Verfügung, telefonisch. Im Notfall werden wir mit Auto dir hinterherkommen. Wir fühlen uns schon jetzt wie zu Hause und haben jetzt nochmal gequatscht und ihn nochmal besucht in seinem Laden hier. Er ist auch Goldschmied, so wie Laura auch. Und ist super interessant. Und jetzt sind wir hier über den Bazaar noch gelaufen und haben noch tolle Tipps bekommen für die weitere Reiseroute. Und können jetzt gestärkt weiterfahren und freuen uns sehr, dass wir jetzt in Kontakt sind. Mache ich das. Ja. Sehr, sehr, sehr. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich euch gesehen habe und kennengelernt habe. Dasselbe. Danke. Die berühmte Brücke von Trafo. Noch auf Gemüsejagd und bekommen jetzt einen Gemüseladen gezeigt. Bin sehr gespannt. Tja, wir haben gerade gefragt, nur ob jemand weiß, ob es hier irgendwo Trinkwasserquellen gibt. Und witzigerweise hat er auch Deutsch gesprochen, hat dort gearbeitet und hat uns direkt mal 6 Liter Wasser besorgt. Oh Mann, das ist super süß, wir sind sehr dankbar, aber es war jetzt irgendwie unangenehm.
Das nächste Mal werde ich nicht mehr so fragen. Naja. Wir haben es jetzt doch tatsächlich mal aus der Stadt raus geschafft, um 5 Uhr jetzt haben 15 Kilometer geschafft. Also wenigstens, also Internet haben wir jetzt, das hat uns der Ahmed besorgt. Lebensmittel haben wir jetzt aufgefüllt. Wasser ist an Bord, das heißt, jetzt können wir echt sorgenlos noch ein bisschen reinfahren und nach einem Schlafplatz Ausschau halten. Das ist echt krass, aber ich meine, ich bin ja gar nicht diejenige, die immer angequatscht wird. Das ist zumeist schon Marco. Aber irgendwie ist so ein Tag durch so eine, es ist ja gar keine riesige Stadt, aber halt eine mittelgroße Stadt zu fahren, fast anstrengender als irgendwie 50 Kilometer zu fahren oder so, weil wir echt hier die Hauptattraktion sind. So viele Radreisen kommen nicht. Das ist so krass. Ja, wir dachten schon, dass, also dachten ja schon, dass wir in der Türkei auffallen, aber hier fallen wir jetzt wirklich richtig auf. Jeder will Fotos machen und mit uns reden und alles wissen und die sind alle super, super lieb. Die Kinder können gefühlt besser Englisch als in der Türkei. Die Kinder können hier echt gut Englisch, ja. Generell können alle eigentlich ziemlich, also es können nicht alle Englisch, aber es können einige Leute Englisch und es können auch sehr viele Leute Deutsch. Das ist auch was. Und das Ding ist, die meinen sie alle total lieb und sind auch alle super nett und lieb und hilfsbereit. Es ist halt bloß irgendwie schon anstrengend, den ganzen Tag immer wieder die gleiche Story zu erzählen und wir kommen halt leider nicht vorwärts. Und ich meine, es ist nicht so, dass wir Stress haben, aber ich meine, ja, wir haben jetzt noch 30 Tage, aber... Ja, mit 15 Kilometer am Tag wird es schwierig. Ja, und wir sind halt einfach auch nicht so die Stadtmenschen und uns strengt das unglaublich an. Vielleicht lassen wir dann doch lieber eine Stadt aus. Also ja, wir überlegen jetzt, welche Städte wir wirklich mitnehmen, weil uns das wirklich sehr schlaucht. Ja, natürlich gibt es hier dieses handelsübliche praktische Maß von einem halben Liter, in dem man hier Großmengen, also wirklich große Mengen an Wasser kauft. Also es ist unverständlich für uns, wie, das, wie man das konsumieren kann mit so viel Plastik. Aber das ist hier noch nicht so ganz angekommen. Hier gibt es auch diese Becher, die Trinkbecher, die wir auch schon in der, ja, das ist auch in der Türkei gesehen diese haben. Diese Joghurtbecher mit Wasser drin. Ja, ist auch ganz, ganz groß im Kurs hier. Was gut ist, wir können weiterhin Mahaba sagen. Echt? Heißt auch hier Hallo oder halt in der Nähe von Moscheen. Also der religiösere Gruß wäre dann Salam Aleikum. Und was wissen wir noch? Ave heißt Wasser, das habe ich noch rausgefunden. Also Pass heißt Danke und Tamam sagen die hier aber auch, ne? Das geht auch, ja. Also okay. Und Giovanni Boschi heißt, glaube ich, wie geht's dir? Das klingt irgendwie italienisch. Giovanni. Also wir haben uns schon die erste Hälfte der Autobahn hier überquert. Müssen blöderweise da hin links abbiegen und das wäre sonst ein immenser Umweg. Deswegen machen wir was, was man nicht nachmachen sollte. Ich habe mir gerade schon meinen Lenker in die Brust gerammt. Das hat echt weh. Wir haben uns übrigens generell jetzt dazu entschieden, nicht Autobahn zu fahren. Es gibt nämlich zwei Optionen. Autobahn, das ist dann eine ganz ebene Angelegenheit. Oder keine Autobahn, das ist dann eine bergige Angelegenheit. Und wir haben uns für die bergige Angelegenheit entschieden. Und ich glaube, meine Hand deswegen. 200 Meter so anstrengend werden wie 40 Kilometer. Scheiße, Mann. Diese Wuchterei über diese Bordsteinkanten hier. Jetzt sind wir auf jeden Fall auf Kurs. Jetzt kann nichts mehr schief gehen und du brauchst einen neuen GoPro. Ja. Soll, dann weiß ich es auch nicht mehr. Neben all den Saftflaschen, die wir noch haben. Ich glaube, so viel. Ja, mit so dem Saft wirst du dich, glaube ich, nicht duschen. Nee. Aber vielleicht die Nudeln kochen. Fanta-Nudeln. Der Hund, der ist ja wirklich schnuffelpuffelig süß. Generell, die Straßenhunde sind ja ziemlich süß, muss ich sagen.
Wir haben heute eigentlich nur 23 Kilometer gemacht, aber ich bin so am Ende. Es war so anstrengend heute. Vor allen Dingen halt durch die Stadt und den vielen Menschen. Und ja, hier geht's auch jetzt echt ständig bergauf und bergab und wir haben irgendwie viel zu viel Zeug. Also vor allen Dingen haben wir jetzt halt zum Schluss natürlich das ganze Wasser gehabt, was wir brauchen und so, aber... Die Leute meinen es halt gut mit uns, wenn man hier zweierlei Säfte hat und ich meine, ich habe schon was verschenkt und so. Dreierlei Säfte haben wir. Ja, das ist halt, du kriegst immer wieder was Neues. Das ist ja auch voll süß. Ja, hier zum Beispiel Tahin. Oh ja, das hast du ja auch noch. Hat uns der Ahmed noch mitgegeben, das sind auch nochmal 500 Gramm rechts und links. Aber das ist scheinbar echt ziemlich geiles Zeug. Also es riecht mega gut, dieses Sesammus, und man kann es zu allem dazu servieren. Vielleicht probieren wir das morgen mal im Frühstückshafer. Ja, das können wir machen. Könnte bestimmt gut sein. Ja. Wir haben jetzt auf jeden Fall unseren Platz gefunden. Da oben sind überall diese, man sieht es jetzt nicht mehr, ich filme es mal morgen. Diese wunderschönen kleinen roten Blümchen, die aussehen wie so ein kleiner, gedrungener, fleischiger Mohn irgendwie. Wir wissen da nicht, was es ist. Müssen wir mal recherchieren. Was ich aber jetzt komisch finde, hier sind lauter Luxusvillen entlang. Alles abgeriegelte Villen, ziemlich, ja, teilweise protzig gebaut irgendwie. Ja, die sind halt im Hinterland und nicht in der Stadt. Und was wir heute auch noch erfahren haben, also scheinbar ist das halt, ja, das wussten wir ja schon, eine ölreiche Gegend, aber es gibt wenig Arbeitsplätze und es gibt halt vor allem die Ölindustrie und 70% aller Jugendlichen, die aus der Schule rauskommen, haben nicht mal einen Job. Also es ist auch nicht so gewollt. Also die Gewinne der Erdölindustrie kommen nicht den Kurden hier zugute, sondern werden halt in die eigene Tasche gesteckt, also von einigen wenigen. Und deshalb ist hier auch einfach wirtschaftlich nicht viel los und sie gewinnen ihre Energie auch, also auch den Strom ausschließlich aus Erdöl. Und da hatten wir auch kurzzeitig mal Stromausfall in dem Schmuckladen vom Ahmed. Und dann hat jeder seinen eigenen Generator und kann dann auf Betrieb umstellen, um das abzufedern. Aber es ist schon krass, dass nicht mal die eigene Stromversorgung gewährleistet wird. Weil im Zweifel wird lieber das Erdöl vertickt, als es hier im Land behalten. Und importieren müssen sie scheinbar echt alles. Also sie exportieren halt das Erdöl, aber produzieren jetzt gar nicht so viele Güter, um ihren eigenen Bedarf zu decken. Das darf man eigentlich gar nicht sagen, aber die ganzen kleinen Küchlein vom Ahmed, die heute noch übrig geblieben sind, nachdem Marco 6 Stück gegessen hat, innerhalb von 2 Minuten, an Marco die dann an Kinder verschenkt. Also hier werden die Kinder offensichtlich nicht darauf getrimmt, nichts von Fremden anzunehmen. Die sind alle an den Rand gekommen. War so praktisch. Es kam plötzlich immer mehr und immer mehr. Ja, und du bist immer wieder und stehen geblieben. Ich habe immer eins nach dem anderen und dann habe ich, ach scheiß drauf. Also hast du die Tüte einfach gegeben. Ja, das hättest du eigentlich von Anfang an so. Ja, ich habe nicht ahnen können, dass da ständig neue nachkommen. Aber das war witzig. Wir haben noch ein bisschen Stress gehabt mit Lauras Hinterreifen. Da war ein elendslanger Stachel drin. Das heißt, das konnten wir noch flicken. Und ja, und jetzt ist es schon 13 Uhr. Also echt spät, aber dafür fahren wir jetzt mal eine Ecke und schauen, was auf uns zukommt. Wir werden heute in die Berge reinfahren. Ahmed hat uns da eine schöne Route empfohlen. Und da gucken wir jetzt mal, was auf uns zukommt. Es geht jetzt Richtung Mangesh heißt der Ort. Genau, das sind ungefähr 40 Kilometer und 500 bis 700 Meter hoch. Wäre doch so einfach, hier einen Müllcontainer hinzustellen. Nur ein ganzes Dorf, wo die ihren Scheiß reinkloppen, anstelle das hier
rechts, links, oben und unten überall zu zerstreuen. Schon wieder nur am Rummeckern hier? Ja, da wird gefahren. Ja, sonst ist echt schön. Kleine Weinbauexkursion hier in den Irak. Spannend. Die Rebstöcke stehen hier ohne Drahtanlage und die Fruchtruten werden hier abgestützt von so kleinen Holzstöcken. Und dann kriechen die einfach am Boden entlang wahrscheinlich. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es hier noch so Weinreben gibt. Also es ist wahrscheinlich nur für Rosinen und für Saft und für Direktverzehr, aber eigentlich ganz cool. Also so viel haben wir in der Türkei nicht gesehen an Reben. Oh, hier nochmal eine schöne Pergola-Anlage. Oh, gepflegt. Okay, unser kleiner Ausflug in die Berge ist jetzt zu Ende. An dieser Straße steht ein Posten und ein Sicherheitsposten und die meinen, dass die Strecke zu gefährlich sei. Warum, weiß ich nicht genau. Die Einheimischen wir haben jetzt Kontakt aufgenommen zu einem Einheimischen, auch zum Ahmed nochmal, und die konnten nichts bewegen. Also es scheint irgendwie für Ausländer halt besonders riskant zu sein, die Strecke zu fahren. Aber ja, jetzt müssen wir halt leider wieder den Weg zurück zur Autobahn. Autobahn fahren den ganzen Tag, also genauso wie wir es uns vorgestellt haben. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt wirklich so gefährlich ist oder nicht. Auf jeden Fall kostet uns das jetzt wieder eine riesen viel Zeit, zurückzufahren und dann wieder außenrum. Weil wir sind jetzt nicht unerheblich viel Höhenmeter gefahren, also schade. Enttäuschtes Gesicht. Fahren wir halt jetzt wieder zurück. Also das Ding ist halt, sie meinen halt, dass sie das nicht dürfen, Ausländer hier durchzulassen. Und ich meine, wir können es natürlich auch verstehen, weil wenn was passieren würde, was zwar sehr unwahrscheinlich ist, aber die Wahrscheinlichkeit besteht halt zu einem ganz geringen Prozentsatz, dann sind sie halt dran. Und das können wir natürlich schon verstehen, dass sie nicht in Schwierigkeiten geraten wollen. Und ich meine, es wirft ja dann auch ein schlechtes Licht auf die Region und so. Und das ist natürlich kacke. Aber für uns ist es halt schade, weil wir uns gefreut hatten, durch die Berge zu fahren. Und die Strecke ist wirklich sehr schön. Und die Autobahn ist halt sehr anstrengend, hatten wir schon mal erwähnt. Und wird man ja dann jetzt im weiteren Verlauf des Videos wahrscheinlich sehen. Marco ist super angepisst. Also ich finde es auch scheiße, aber ja, wir können jetzt halt leider nichts dran ändern. Ich habe auch gefragt, wie es wäre, wenn wir einfach die Strecke bis zu der Stadt, bis zu der es gefährlich ist, oder an Anführungsstrichen, auf einem Auto mitfahren, aber das dürfen wir auch nicht. Oder aber wir fahren hier in die Berge rein, über diesen Schotterweg. Nicht verzeichnete Straßenpreisen. Ich kann ja mal irgendwelche Einheimischen fragen. Das sind die Spuren vom Regen, der scheinbar den ganzen Staub aus der Luft bündelt und nach unten bringt. Mega krass. Er hat gerade eine Familie mit dem Auto angehalten und uns bunte Eier und einen Blumenstrauß geschenkt. Voll süß. Voll krass, dass die Blumen pflücken. Die fallen doch bestimmt voll schnell aus. Jetzt bräuchten wir so eine Fahrradblumenvase. Haben wir leider nicht. Gott, wie süß war das denn bitte? Ich weiß gar nicht, wie die uns gesehen haben überhaupt, weil wir waren eigentlich schon am Vorbeifahren. Sind die von unten? Ja, die sind gewendet. Oh, aber warum Ostereier? Das frage ich mich. Ich frage es mich jetzt auch. Keine Ahnung. Ich glaube, wir hören heute nicht mehr auf zu picknicken.
Jetzt ist gerade noch mal jemand gekommen. So süß, der Kacha. Und er hat uns zuerst ein bisschen Wasser geschenkt und dann ist er noch mal gekommen. Und es war ja schon mega geil. Und jetzt hat er uns einfach noch mal eine ganze Ladung Baklava kurdische mitgebracht. Und hier noch ein Glas Honig. Also, Mann, wir fühlen uns so schlecht. Ja. Und jeder versucht auch Deutsch zu reden. Also sie sind sehr enthusiastisch, was Deutsch sprechen und Deutschland angeht. Und es ist so herzlich. Mit unseren drei Worten kurdisch. So unglaublich lieb. Also es ist wahnsinnig. Wir sind echt geflasht wieder von der Gastfreundschaft. Es ist einfach so ein... Also die Leute sehen uns ja hier von der Straße aus. Wer würde da einfach so anhalten und hochlaufen und dann auch noch was mitbringen? So, also es ist so krass. Wir sind so dankbar, diese Erfahrung machen zu können. Ja, wir hoffen. Du bist ganz rot, ganz aufgeregt. Ja, es ist halt echt so hier. Im Minutentakt kommt jemand, der grüßt, der uns was zur Verfügung stellt, die Blumen, es ist so, wow. Es berührt einen einfach. Hello! Nice to meet you! Wir haben Besuch bekommen. Und es gibt sogar noch ein Osternest hier. Also irgendein Feiertag muss heute sein. Wow! Toll! Super! Wir sind überwältigt, das ist so lieb. Es ist so ein richtiges Fest hier. Wow. Die sehen alle so gut aus. Wir werden fleißig Fotos gemacht. Die sehen alle aus, als ob es hier ein Feiertag wäre. You live in Dohuk or Sacho? Sacho? Kampa. Ah, Kampa. Okay. Alle sind super schick, nur wir sind richtig. Hi. Warte, ich mach mal das weg. Cool, ich stehe dir sehr gut. Er fährt jetzt weiter. War cool. Ja. Have a nice evening. Also hier muss heute irgendein Feiertag sein. Alle sind total festlich angezogen, sehen richtig, richtig schick aus und schenken uns die ganze Zeit bunte Eier. Das ist mega heftig. Und wollen Fotos mit uns machen. Wir sehen halt so richtig ranzig aus und alle sehen so super schick aus. Das ist so geil. Hi! So, jetzt sind wir an der Autobahn angekommen. Lassen die Berge erstmal hinter uns. Na, du Rennsemmel! Alter, Alter! Oh Mann! Die Eier machen es auch direkt. Ja, genau, das sind bestimmt nur die drei Eier. Schau, wie so intelligent aus. Schieb dich. Los, aus dem Bild raus. Ich will nichts mehr sehen hier. So. Oh, au, jetzt fiel mir ein Fuß. Jetzt lass laufen. Das ist gut, wenn man es ungestört aufnehmen muss. Oh, das Schneewittchen noch so richtig schön in die Kamera. So, willst du noch was sagen? Amen. Wenn dir unsere Videos gefallen, freuen wir uns über einen Daumen nach oben, einen Kommentar sowie ein Abo, damit du keine Videos mehr verpasst.